Ja, hallo liebe YouTube-Fans. Ich habe heute für euch wieder Evercade am Start und zwar die Bitmap Brothers Collection Number 2. Das ist für mich eine ganz besondere Freude, weil ich finde, das ist eines der besten Module, was wir wirklich hier im Heimcomputerbereich auf Evercade haben. Da sind extreme Klassiker dabei und das macht wirklich, wirklich Spaß. Ich habe lange, lange gewartet, bis diese Spiele wirklich irgendwann mal auf einem System zur Verfügung stehen und da sind so Klassiker hier dabei wie Cadaver. Finde ich wirklich richtig klasse. Macht mega Spaß und auch der Teil The Payoff ist hier drin. Dann das unverwüstliche Gods. Also entweder man liebt es oder man hasst es. Ich persönlich finde es relativ genial. Und es ist aus meiner Sicht nicht ganz so gut gelungen wie der Switchboard, der einige Ecken und Kanten so ein bisschen rausgeschliffen hat, aber auf jeden Fall toll. Magic Pockets, ein Puzzlespiel, das sich sehr großer Beliebtheit erfreut und einfach auch wirklich eine Menge Spaß macht. Und ihr seht eben, das Booklet ist auch wieder schön gemacht. Chaos Engine 2, ja, da ist es halt einfach so, ist ein mega tolles Spiel, aber mir fehlt da leider jemand zum Mitspielen. Spielt man das gegen einen menschlichen Spieler, läuft das einfach zur Höchstform auf. Ist einfach total klasse. Ja, man kann es gegen die CPU spielen, macht aber einfach nicht so viel Spaß. Ja, sie ist natürlich einfach auch mega Taktikspiel, Echtzeitstrategie, die da wirklich, wirklich ganz viel bietet, macht wirklich viel Spaß, ist aus meiner Sicht für Leute, die Amiga-Spiele mögen, für Leute, die Top-Down-Spiele mögen und alle, die einfach auch Bitmap Brothers mögen, ein absolutes Must-Have. Ich denke, wir gucken mal rein. Bis gleich. So, und da sind wir dann in der Bitmap Brothers Collection und für meinen Begriff ist es, habe ich eben schon gesagt, wirklich ein absolutes Must-Buy. Ich glaube, ich habe eben übrigens im Intro gesagt, Magic Pocket ist ein Puzzlespiel. Sorry dafür. Das ist eigentlich ein Plattformer. Ich weiß gar nicht jetzt, warum ich das eben gesagt habe. Ist auch egal. Ja. Wir machen hier den Anfang mal mit Cadaver. Das ist ein isometrisches Action-Adventure, könnte man sagen. Das ist aber mehr so in Richtung Role-Playing-Game. Ich fand das damals von der Optik schon auf dem Amiga mega hübsch. Ich habe mir damals echt gewünscht, ich hätte einen Amiga, allein schon wegen dieses Spiels. Die Steuerung ist immer sensitiv zum Hintergrund. Also man hat immer mit dem gleichen Button, der natürlich damals der Joystick war, verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Das heißt also, je nachdem, was jetzt da gerade ist, ob es ein Hebel ist, dann ziehe oder drücke ich den zum Beispiel, oder ob es zum Beispiel ein Gegenstand ist, den ich aufnehmen kann oder so, ändern sich halt die Möglichkeiten, die ich zur Steuerung habe. Das gab es damals recht oft. Mit ein bisschen Glück könnt ihr jetzt gleich sehen, warum es Sinn macht, dass man das Spiel an jeder blöden Stelle speichert. Ihr seht, da hinten ist ein Seil auf den Kisten. Die Ingame-Saves sind bei dem Spiel hier ausgeschaltet. Und das macht auch Sinn, die funktionieren einfach in dem Emulator nicht gut. Das Problem ist aber, ich kann da natürlich Save States nutzen und man sollte die auch unbedingt nutzen. Denn wenn man das nicht macht und wenn man nicht mehrere davon anlegt, kann man sich relativ leicht in eine blöde Situation bringen. Wir versuchen jetzt mal, das Seil da hinten zu bekommen. So, und dann seht ihr, ich muss dafür die Tonnen wegschieben. So, und jetzt kann ich hier jetzt zum Beispiel einfach erstmal nur die Tonne leer trinken. Und ich muss jetzt einfach hier an der richtigen Stelle stehen, um das Seil zu bekommen oder darunter zu schubsen. Wenn ich ganz großes Pech habe, dann kann es mir passieren, dass ich hier also minutenlang rumwerkle und das nicht funktioniert. Oder ich das Seil so blöde schiebe oder die Tonne so blöde schiebe, dass das Seil irgendwo dahin fällt, wo keine Sonne mehr scheint und ich dann anschließend nicht mehr an dieses Seil drankomme. So, dementsprechend ist es, wie gesagt, absolut sinnig, dass man einfach danach guckt. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch die Tonnen so schieben, dass man, ja, genau,
dass man jetzt von Tonne zu Tonne springt, das kann klappen und muss aber nicht. So, und ihr seht, ich werke da jetzt schon ein bisschen dran rum. So, und mit ein bisschen Glück kann ich das jetzt aufheben oder eben auch nicht. Ja, und ihr seht, geht gerade mal wieder nicht. Ja, und jetzt geht's. So, und daran seht ihr, wenn ich jetzt abspeichere, dann macht das totalen Sinn, dass man eben, wenn man sowas geschafft hat, abspeichert. Und wenn man das nämlich nicht macht, dann hätte es genauso gut sein können, wie gesagt, dass das Seil jetzt hinter die Tonne fällt und dass ich die Tonne dann irgendwie so in die Ecke geschoben, dass ich nicht mehr bewegen kann. Und dann hätte ich mich soft gelockt. Dementsprechend ist das also ganz wichtig, dass man bei diesem Spiel hier immer und immer wieder speichert. Und dann kann man eben ganz, ganz viele Rätsel lösen und es gibt sehr viel zu erkunden. Es sieht toll aus. Das gleiche natürlich bei dem zweiten Teil hier, Cadaver the Payoff. Mega tolles Spiel. Sollte man mal gespielt haben. Macht auf jeden Fall Spaß. So, dann haben wir Gods. Ich sagte eingangs schon, es ist halt so, dass das ein Megaspiel ist und einfach auch aus meiner Sicht immer noch gut aussieht und sich auch gut spielt. Problem bei dem Spiel ist, wie gesagt, es gibt von der Steuerung her mittlerweile einfach bessere Versionen, die aber auch die alte Grafik und den alten Charme beibehalten haben. Ich würde da eher zu tendieren. Trotzdem kann ich natürlich nicht umhin zu sagen, das hier ist ein Klassiker und man macht nichts falsch, wenn man den schon mal gespielt hat. Und man kann auch, soweit ich das jetzt weiß, ich muss tatsächlich aber nochmal mit der Switch-Version ausprobieren, auch die Passwörter der verschiedenen Spiele hier anpassen und dann eben entsprechend benutzen. Müsste eigentlich gehen, wenn ich mich nicht ganz schwer irre. So dass man natürlich auch ein bisschen, wenn man beide Versionen hat, könnte man natürlich sagen, okay, ich spiele auf der einen Plattform das so und auf der anderen so und dann tausche ich die Spielstände aus. Das müsste tatsächlich gehen. Ich habe es auch noch nicht probiert. Es ist einfach optisch ein mega schönes Spiel, wie ihr seht. Ja, riesige Sprites, die halt ein bisschen träge daherkommen und natürlich von den Animationen so ein bisschen, naja. Und es hat eine Spielmechanik, die mir einfach gefällt und die damals bahnbrechend war. Das hat also schon so Metroidvania-artige Einschläge. Und wenn man jetzt diesen Hebel zum Beispiel nutzt, also klar, Hebel sind hier natürlich für das Spiel dazu da, um, ihr habt es eben gesehen, eine Falle zu entschärfen, eine Tür zu öffnen, was auch immer, ist auch völlig klar. Aber es kann sein, wenn ich diesen Hebel jetzt 5 oder 6 Mal drücke oder noch öfter oder in Kombination mit anderen Hebeln, dass hier zum Beispiel eine Kiste runterfällt. Und ich dann zum Beispiel wieder irgendwas Neues freischalte. Es gibt also ganz viele versteckte Geheimnisse. Und es lohnt sich total, viele Dinge hier auszuprobieren. Und also das Spiel wird dadurch wirklich sehr reizvoll. Ich kann also einfach immer nur sagen, es ist erstaunlich, wie viel Spieltiefe dieses einfache Actionspiel hat. Also es sieht ja wirklich nicht danach aus, ne? Aber es hat so viele witzige Ideen und auch, ja, ich sag mal, genredefinierende Elemente gehabt und eben auch jetzt noch, dass es nach wie vor noch spielenswert ist und immer noch Spaß macht. Problem, wie gesagt, ist halt einfach, dass das Spiel an manchen Stellen eine etwas bockige Steuerung hat und eben etwas träge ist und man das jetzt mit der Zeit einfach an den neuen Konsolen deutlich besser gemacht hat und angepasst hat. Aber trotzdem ein gutes Spiel. So, Magic Pockets. Ja, ist ein Spiel, von dem ich denke, es hat viele Fans. Viele lieben das Spiel total. Es hat auch, ähnlich wie Gods, einfach optisch eine Menge zu bieten. Auch akustisch ist es nett gemacht. Auch wieder diese schönen großen Sprites, so sehr, sehr typisch dafür. Es ist aber, ja, für meine Begriffe spielt es sich einfach kantig. Das ist Geschmackssache. Es ist kein schlechtes Spiel und ich mag es auch irgendwie, aber es ist definitiv nicht auf meiner Hitliste ganz oben. Es ist nicht schlecht, aber für mich auch nicht bahnbrechend, sodass ich sage, das muss man jetzt spielen. Es ist aber eben Teil dieser Collection und ja, ihr seht, es sieht super schön aus. Es
ist einfach auch ein sehr schönes Spiel, aber es fängt schon damit an, dass man zum Beispiel, also jetzt hier in dem Fall nicht, aber gleich müsste man das sehen können, wenn ich mich nicht ganz schwer irre. Ja. Also man muss manche Gegner tatsächlich mehrfach treffen. Man muss sich wirklich die Mühe machen, auch bei einigen Passagen wirklich ganz, ganz millimetergenau irgendwie zu springen oder überhaupt was zu machen. Ja, also verstehe mich nicht falsch, das ist bei Gods auch so. Aber da habe ich das Gefühl, da fühlt es sich einfach wie aus einem Guss anders. Das hier ist einfach, ja, ihr seht das jetzt hier. Ich muss den mehrfach treffen, aber die Chance, dass der vorher an einer anderen Stelle runterkommt, ist einfach nicht so groß. Dafür sieht einfach alles sehr putzig aus. Es ist mega hübsch gemacht. Natürlich kann man auch an denen vorbei oder über die drüber. Das ist aber echt nicht so einfach. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Collectibles in dem Game. Vielleicht sogar fast zu viele, ich weiß es nicht. Es ist ein schönes Spiel, aber es ist definitiv eben nicht auf meiner Hitliste ganz oben, weil ja, ich bin der Meinung, das ging damals auch schon besser. Trotzdem finde ich es schön, dass es bei der Collection dabei ist. Wie gesagt, ich weiß, dass das Spiel viele Fans hat, die mögen mir das jetzt bitte verzeihen. Es ist ja auch nicht schlecht, ne? Also es ist definitiv kein Spiel, wo ich sage, das darf man oder kann man nicht spielen oder es macht heute keinen Spaß mehr. Das wäre jetzt echt übertrieben. Aber es ist, finde ich, nicht eins von den Spielen, was jetzt in meiner Vergangenheit immer ganz weit unter das ist jetzt das tollste Spiel seines Genres gewesen wäre oder so. Ist aber auf alle Fälle ein solider Titel. Aber auch nicht mehr oder nicht weniger. Das ist aber jetzt nur mein persönliches Ding hier. So, Chaos Engine 2 habe ich eben schon gesagt, kann man eigentlich sinnvoll nur zu zweit spielen. Man kann es gegen den Computer spielen, aber das macht irgendwie sehr wenig Spaß. Dabei ist das Spiel an sich toll und wenn man zu zweit spielt, also entweder hat man dann einen Freund, den man bis gerade hatte, nicht mehr oder es ist einfach, ne, ähnlich wie bei Mario Kart, das ist einfach eine totale Spaßgranate. Natürlich ist ein Spieler, der das Spiel schon gespielt hat und zum x-ten Mal spielt, mega im Vorteil. Das ist so ein bisschen schade hierbei. Aber es ist einfach ein echt gelungenes Spiel. Also ich persönlich bin der Meinung, wenn man einen Kumpel zum Zocken hat, dann ist das definitiv was, was man machen sollte. Man kann Protagonisten mit verschiedenen Waffen und Fähigkeiten wählen. Auch da ist das natürlich so eine Sache. Also man wird mit der Zeit wissen, mit wem man was wie am besten macht. Ihr seht, die Grafik ist eine echte Augenweide. Ich meine, das war natürlich immer schon Amiga, besonders mit dem erweiterten Chipsatz. Eine feine Kiste. Das sieht einfach mega gut aus. Da gibt's nichts, ne? So, also wir müssen da jetzt so einen Schlüssel bekommen und möglichst hier dafür sorgen, dass wir nicht übervorteilt werden und nicht vorher sterben. Und wie ich eben schon sagte, also wenn man die Levels auswendig kennt, ja, dann hat, also er hat jetzt, CPU hat den Key schon und damit haben wir eigentlich schon verloren. Das können wir eigentlich schon vergessen. Durch den Splitscreen sieht man natürlich, wo sich der Gegner befindet und wenn man das hier alles auswendig kann, ja, gar keine Frage. Ne? Aber so, ist eigentlich witzlos und in dem Moment haben wir eigentlich schon verloren. Und das macht dann halt, ja, also ich denke, ihr habt es gesehen, ja, es macht dann halt wenig Spaß. Es macht aber auch wenig Spaß, wenn man gegen jemanden spielt, der die Levels und Spielmechaniken auswendig kennt. So, sie ist halt ein Echtzeitstrategiespiel. Ich würde da nur ein ganz kleines bisschen reingucken, weil man kann sich da sehr schnell, sehr tief verzetteln und kommt da nicht mehr raus und dann dauert das Video hier ewig, vergesst es. Im Prinzip hat es schon alles von dem, was spätere Genrevertreter so beliebt gemacht haben, so wie Command & Conquer und so. Man kann also verschiedene Einheiten aufsplitten, bewegen, befehligen, die Umgebung nutzen, etc., etc., etc. Es ist sehr, sehr, sehr umfangreich. Wenn ich mich nicht ganz schwer irre, ich meine, ich hatte damals keine Amiga und hatte das Spiel nicht, aber wenn ich mich nicht schwer irre, kam das damals auch mit einem mega dicken Handbuch. Ich glaube, das war so.
Könnt es mir ja gerne in die Comments schreiben, wenn ihr das Spiel damals schon hattet. Ich meine, in der Box war ein Mega-Handbuch. Ich glaube, dass ein Bekannter von mir das Spiel hatte. Auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel. Ihr seht, ich kann hier auch noch einiges einstellen. Ich kann auch den Controller noch anpassen. Macht auch totalen Sinn, dass man sich ein Layout sucht, mit dem man dann einfach sehr schnell interagieren kann. Natürlich sind die Grundbefehle auch im Anleitungsheft hier enthalten. Es gibt auch noch Zwischensequenzen, auch sehr schön zum Teil, muss man sagen. Macht also auch optisch was her, obwohl es ja eigentlich nur Draufsicht ist. Ist aber einfach toll. Ich bin allerdings nicht so der Echtzeitstrategie-Fan, deswegen spiele ich diese Spiele vergleichsweise wenig und selten. Gelegentlich ist das aber so. Aber auch ich kann nicht umhin zu sagen, dass das hier ein wirklich guter Genrevertreter ist. Der ist relativ intuitiv, übersichtlich und ja, vor allem auch die Spielbarkeit stimmt einfach und die Optik auch. Da passt einfach alles zusammen. Ja, die Ladezeiten sind natürlich ein bisschen höher, weil da natürlich auch wirklich echt einiges generiert werden muss in so einem Level. Dürften aber deutlich unter dem liegen, was wir seinerzeit an Ladezeiten hatten. So, ihr seht, ich kann mir einen sehr schnellen Überblick hier über die Map verschaffen. Man hat das an Controller hier gut angepasst. Hier sehen wir auch die Minimap, da sehen wir dann, wo sich gerade vielleicht irgendwelche wichtigen Dinge befinden. Also wer, wie gesagt, Command & Conquer kennt, der wird schon eine Idee haben, um was es hier geht. So, da wird jetzt zum Beispiel schon Munition nachgeordert. Ich will jetzt, dass die sich dahin bewegen. Seine Einheit macht es dann. Ich sehe, welche Ausrüstung die haben. Dann wird sich von oben wahrscheinlich gleich der, ja, dann bemannen die hier den Jeep. Also die Intelligenz hier des Spiels ist auch wirklich gut. So, dann werden wir hier gleich sehen, dass sich die Feinde auch entsprechend bewegen und auch da zu irgendwelchen Krisen führen. Das sehen wir dann auch in diesen kleinen Einblendungen. Auch das ist richtig cool. Gibt's nichts. So, und dann sehen wir auch, ob das eine gute Idee war, jetzt hier den Jeep zu nutzen. Ja, wir haben also jetzt hier auch schon ein bisschen von unserer Einheit verloren. Ja, und so weiter und so weiter. Wie gesagt, ihr merkt das schon, ihr merkt das schon. Ich würde jetzt echt gerne weiterspielen. Ich lasse es, weil man versumpft hier super schnell. Und probiert auch ganz viele neue Taktiken sehr schnell aus. Und das macht einfach mega Spaß. Also alles in allem, ich habe es eben gesagt und ich bleibe auch dabei, das ist eine der besten Collections für Heimcomputer, die wir auf Evercade haben. Kann ich nicht anders sagen, da ist für jeden was dabei, da ist RPG dabei, da ist Action dabei, da ist Strategie dabei. Das sind schon Multiplayer-Spiele, das sind einfach schon Sachen, wo ich sage, das sind wirklich Spiele dabei, die Genres definiert haben, die bewiesen haben, warum Amiga einfach eine tolle Kiste war. Oder auch noch ist. Ich bin ja immer der Meinung, dass diese Systeme einfach überhaupt unsterblich sind, aber das ist ein anderes Problem. Aber das kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das einfach eine tolle Sache ist. Grundsätzlich sage ich, es ist wirklich, wirklich eine Collection, die, wenn man ein bisschen Spaß an Amiga, an alten Heimcomputerspielen hat oder den Genres was abgewinnen, auf jeden Fall holen sollte. Ja, und das war's von mir. Bis dann. Ciao.